Ja, moin zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind immer noch beim Bronzenen Reiter Bronze, ich weiß, dass es so heißt, aus der Serie Haunted Legends. So, was wollten wir jetzt machen? Beim letzten, genau, wir sind hier durchgebrochen und ja, so, mal gucken, was gibt's jetzt. Guck mal, na, was hast du denn geraucht? Nee, das sieht mehr nach Pilzen aus, ne? Na? So, hier steht eine Truhe rum. Ah, okay. Da haben wir aber erst eine Kachel von zweien. Lassen sie sich so. Nee, die lassen sich so noch nicht einsetzen. Man muss erst alle beide gefunden haben. Okay. Da ist ja noch einer. Na du? Hi. Was war grün nochmal? Ach so, grün war. Ja, schon klar. Ja, okay. Gut, weg. Weg. Die Aussparung ist in Form eines Pferdes. Haben wir nicht bei. Na gut, kommen wir in die Wäsche an? Auch nicht. Wie vergammelt das hier überall? Hütet euch vor dem Reiter. Ist die Legende wahr geworden? Ja, wir wissen ja schon, dass es sich um ein mechanisches Pferd handelt. Das heißt, irgendjemand muss dieses Pferd auch steuern. Also, ne? So, warte mal, da ist. Ach, da geht es nur in die Kiste. Ja, es geht nur in die Kiste zurück. Hier sollten wir wohl noch nicht sein. Das sieht ja alles so vergammelt aus und so runtergekommen. Vernachlässigt einfach, ne? Mann. Hier auch schon. Okay. So, ja. Wir haben schon viele Schauplätze gesehen, aber wo kommen wir denn jetzt weiter? Habe ich hier. Nee, die Nadeln. Bronzenen. Was? Nagel und der Krug. Nein. Obwohl, warte mal. Nee, natürlich nicht. Wie komme ich nur auf so eine dumme Idee? Okay. Können wir hier irgendwas ausrichten? Nein. Das bringt mal gar nichts, ne? Okay, gut. Okay, erstmal wieder raus. So. Und jetzt? Kitty, bist du noch da? Hey. Ja, nee. Ich hab dir immer noch nichts zu essen mitgebracht. Ich bin untröstlich. Ich versuche mich erstmal um deinen Bruder, Freund, weiß ich nicht was, zu kümmern. Okay, ja. Ich bin gerade ein wenig ratlos mit den Nadeln. Was können wir damit machen? Können wir da hier dieses Schloss aufbrechen? Nein, das kann ich so nicht benutzen. Okay. Nee, das wird nix. Okay. Was ist mit hier? Gut, nada. Nada. Okay, alles klar. Hier kommen wir weiter. So. Hufeisen, Schlüssel, Muschel und eine Schnalle. Hufeisen, Schlüssel haben wir hier. Hufeisen, Schnalle. Was? Und eine Muschel. Schnalle ist hier. Hufeisen, Korken, Läufer, Schere, Horn. Hufeisen, Korken. So. Hufeisen, der Läufer. Hier. Ein Horn, Rune, Kette, Ring. Ja, Rune ist gut. Rune, okay, das war die Rune. Okay, alles klar, weil hier sind so viele Sachen drin, die als Rune gelten könnten. Kette, Ring und Horn. Ein Hörnchen, ein Horn. Kette? Nee, das zählt nicht als Kette. Kette und Ring. Was ist hier mit? Oh, da ist er. Oh, rotes Herz. Oh, ein Ring. Das zählt als. Nein, das geht nicht. Eine Kette. Kette, La Kette. Eine Kette, gib mir eine Kette. Schenk mir Ketten. Oh, die Kette war gemeint. Okay. Wirtshausschlüssel. Nee, wir müssen jetzt nicht wirklich den ganzen Weg wieder zurücklaufen, oder? Ist hier denn wenigstens noch irgendwas Interessantes? Nein. Nee. Na toll. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Klar, wieso auch nicht?
So, lala. Geht ja. Ich bin gleich bei dir. Lauf nicht weg. Ich habe hier gerade zu tun. Ich muss nämlich deinen Laden ausräumen. So. Ei. Ach, da ist wieder so ein Herr. Angst. Echt jetzt? Okay. Weg damit. Gut. Hier liegt Zeugs rum. Nee, tut es nicht. Erneut. Was ist hier? Ich muss das Rezept finden. Ist das dieses Rezept? Das ist das Rezept. Wir haben endlich das Rezept. Ach, hier. Gerste, Salzwasser, Hopfen, magisches Pulver? Klar. Was? Ich muss die Zutaten finden. Was für ein magisches Pulver? Alter, kannst du das nicht ordentlich machen? Ich nehme mit. Eine Schaufel. Juhu! So, was haben wir hier? Das Buch steckt in diesem Gerät fest. Kommt mir ein bisschen so vor wie, oh, wisst ihr noch, wie das Buch hieß in der Roman von Terry Pratchett, der verfilmt worden ist. Oh, ich hab's vor Augen. Aber ich komme gerade nicht drauf. Oh, ach so. Legend, das Okatan oder so ähnlich. Ola, nee, oh. Ach, Mist. Legenden sprechen von einem uralten Trank, der eine Seele weltliche Sorgen befreit. Eine geheime Zutat durchdringt den Trank mit seinen Eigenschaften. Er kann wie jeder andere Trank eingeschenkt und getrunken werden, der eine Seele weltlichen Sorgen befreit. Hört sich an wie Bier. Oder so. Nicht? Damit kann ich dem Wirt helfen. Es ist einfach nur Bier. Oder nimm jedes andere alkoholische Getränk. Funktioniert schon, ist okay. Ah, hier haben wir den Hopfen. Genau. Darin möchte ich nicht mit meinen Händen herumwühlen. Boah. Hopfen ist schon okay. Gefunden, Hopfen. Ein Hopfen? Harzer Hopfen. So, Hopfen. Da ist die Gerste. Jetzt brauchen wir nur noch Salz. Ach so. Salzwasser. Was, das Rote wird Salzwasser sein, vermutlich, ne? Und dann ein magisches Pulver. Natürlich. Ein magisches Pulver. Selbstverständlich. Okay, hier kommen wir noch nicht ran, obwohl. Nee, kommen wir nicht ran. Wir können den Krug darunter stellen. Das ist gut. Aber es braucht einen Zapfhahn. Es reicht nicht, einfach nur den Korken rauszuziehen. Hör mal, wo hast du denn den Zapfhahn versteckt? Nein. Weiß er auch nicht. Der kleine Dummerle. Das magische Pulver würde ich hier oben bei dem Zwerg erwarten. Ne? Der hat doch mit sowas rumexperimentiert, aber nö. Nö, nix. Nö. Ja. Ich habe schon, aber wieso kann ich das immer wieder ansehen? Kann ich das nicht? Okay. Und wieso gilt Angst hier als Sünde? Das finde ich ja mal Quatsch, das ist Blödsinn. So. So, Leute, wie machen wir weiter? Ist ja schön hier. Bisschen dunkel. Bisschen komisches Wetter. Bisschen komische Leute. Aber ansonsten ist es doch ganz heimelig. Tja. Hey, Kleines. Nee. Okay. Ja, wie unheimlich hier diese beiden. Obwohl, naja. Okay, gut. Muss wohl so sein. So. Ja, ich weiß es jetzt nicht so. Kommen wir jetzt doch daran oder was? Kommen wir nicht. Wo habe ich hier was übersehen? Nach oben raus. Das hier ist nichts, das haben wir schon gesehen. Das hier ist ja ein Ringe. Was auch immer. Ernsthaft? Du willst mich doch verkohlen. Du willst mich doch verarschen. Ordne den inneren und äußeren Kreis so an, dass die Bolzen in den mittleren Aussparungen in die äußeren Kerben passen. Klicke auf Installieren, um eine Verbindung zu testen. Gut, dann nehmen wir das da. So. Installieren.
Okay, außen passt es. Ach nö. Was? Nee, was? Halt, warte mal, jetzt habe ich es verkehrt. Was? Oh nee, warum? Oh nein, mach das nicht. Es macht es kaputt. Es macht es. Ich habe es kaputt gemacht. Das tut mir leid. So. Also, außen passt es. Innen passt es nicht. Warum passt es innen nicht? Wo ist es denn jetzt hingewandert? Da ist es hingewandert. Kann ich das nicht irgendwie einfacher machen? So? Warum passen die nicht? Was hat er hier mit denen hier? Was muss ich denn da machen? Ordne die inneren und äußeren. Den inneren und äußeren Kreis, dass die Bolzen, die in den mittleren Aussparungen in die äußeren Kerben passen. In die mittleren und äußeren Kerben passen. Klick auf... Was? So, dafür ändern sich die beiden. Okay. Ist das... Wie... Raff ich nicht. Hä? Wie soll denn das zusammenpassen? 3, 2... Wo ist das Problem? So. Außen passt es doch, oder? Aber ich verstehe das mit dem Innen nicht. Ich klicke es jetzt einfach mal durch. Kann ja nicht so schwierig sein. So. Und warum passt das jetzt? Ich habe... Oh, ich raff's nicht. Ich raff's immer noch nicht. Okay, Pferdeemblem. Ja, super. Wir haben ein Pferdeemblem. Okay, Spitze. So, das Pferdeemblem. Hä? Ich, okay, na gut. Muss ich ja vielleicht auch nicht verstehen. Hey, gut gemacht. Gefunden, gespaltener Schlüssel. Na, wenn das mal nicht der Schlüssel zu Onkel Geppettos Kiste ist. Da, siehst du? Okay. Noch mehr Hochmut. Okay, wo haben sie ganze Typen hierher gekriegt? Gut gemacht, gefunden, Griff. Der Tod meines Bruders hat dich mit Lisa allein gelassen. Obwohl unsere Gefühle füreinander bislang verbrochen werden mussten, besteht dieser Grund nun nicht mehr. Ich liebe dich, Garibaldi. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Okay. War das seine Motivation, den Reiter zu bauen? Na, hat er da etwa nachgeholfen? Oh, der arme Bruder. So, Schriftrolle, Handschuh, Fernglas, Sanduhr. Schriftrolle, Handschuh, Fernglas, Handschuh, Fernglas, Sanduhr, Tasche, Knopf. Fernglas. Was ist hier? Oh, eine Feder, okay. Ja. So, Sanduhr, Tasche, Knopf, Fächer. Sanduhr, Tasche, Tasche, das ist keine Tasche. Diese Tasche ist nicht gemeint. Die Tasche ist gemeint, die Tasche ist gemeint. Sanduhr, Knopf, Fächer, Waage. Sanduhr, Fächer, Waage, Knopf. Was haben wir hier? Nee. Sanduhr, Fächer, Waage. Waage? Keine Waage. Waage, da oben. So, Fächer haben wir da. Okay. Ein Knopf. Ich weiß ja nicht. Sanduhr, Knopf, Pfeife, Stern. Stern. Herz. Herz war, warte, hier war Herz. So, Pfeife, Sanduhr, Knopf. Pfeife, nein, da ist der Knopf. Sanduhr, Pfeife. Sanduhr, Pfeife. Oh, warte, ich schalte mal eben stumm, muss husten.
So, Entschuldigung, da bin ich wieder. Pfeife. Sanduhr. Da ist sie. Okay, alles klar. So, wir haben einen Handschuh gefunden. Ah, super. Damit können wir jetzt auch... Was war das nochmal? Ach, Eingriff für was auch immer. Da kommen wir jetzt hier dran. Und schon wieder ein Wimmelbild. Okay. Also, okay. Sind die alle so, diese Haunted Legends Spiele? Dass es da wahnsinnig viele Wimmelbilder dran gibt? Also ich fände es jetzt nicht das Schlechteste, halt, Wimmelbild ist cool, aber ich fände es jetzt nicht das Schlechteste, auch ein bisschen mehr Geschichte zu haben. Streichhölzer, Handschuh, Fledermaus, Schwalbe. Streichhölzer, ich sollte mich nicht beschweren, dann schließlich spielen wir Wimmelbildspiele eben bald so. Naja, also ich finde es entspannt, so, ich mag das sehr gern einfach, weil das ist so, ja, die Grafik ist halt eben, naja, so. Und das ist für mich völlig ausreichend und ist halt eben ganz schick. Ja, zum Runterkommen, ich mag das sehr. So, Fledermaus, Schwalbe, Schaufel. Da ist die Schwalbe. Fledermaus, Schaufel, Ohrring, Klingel. Klingel hatte ich doch hier drüben gesehen. Nee. Fledermaus, Schaufel, okay, gut. Was ist hier? Ach, die blühende Blume. Ja, okay, alles klar. Fledermaus, Fächer. Fledermaus, Fächer, Klingel. Das zählt als Klingel. Okay. Okay. So. Fledermaus ist hier eingeritzt. Super. Schaufel, Ohrring, Fächer, Mais und Pfeil. Den Pfeil, da sind wir gerade dran vorbeigekommen. Mais hatte ich hier hinten gesehen, genau. Ohrring, Fächer, Schaufel. Ist das ein Ohr? Nee. Ohrring, Fächer, Schaufel. Fächer? Ohrring, ist das da einer? Das ist einer. Und eine Schaufel benötigen wir noch. Wenn es keine großen Umstände macht. Schaufel? Monsieur Schaufel? Bitte an der Rezeption melden. Kommen Sie bitte zur Rezeption. Ihre Frau möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ne. Gib mir eine Schaufel. Los jetzt. Ich will den Garten umgraben. Alter. Los, komm. Zack, zack, zack. Das ist eine Heugabel, das zählt nicht. Das ist ein Besen. So gut. Wieso komme ich eigentlich immer hier unten? Das nennst du eine Schaufel? Ja gut, vielleicht eine Kohlenschippe oder so, ne? Okay, gut, meinetwegen. Also schön. So, Griff und Schaufel. Ist die Frage, können wir da... Guck mal, da ist noch Licht und hier ist aber alles nur kaputt. Können wir da denn hier irgendwas mit anfangen? Hier brauchten wir noch die, genau, die, ach, die haben wir ja jetzt auch. Okay, alles klar. Drehen die Kacheln und vervollständigen das Bild. Sehr gerne. Gut, ja, nee. Nö. Ja. Ja. Ach, da kommt doch wieder das Pferd bei raus, ne? Natürlich ist das das Pferd. So, nö, noch einen. Nee, passt nicht so richtig. Weiß ich nicht, ich mache erstmal an einer anderen Stelle weiter. Das kommt mir nicht richtig vor. So. Ach hier, doch, warte, dann war es ja. War es ja doch richtig. So, ne? Ja, genau. So passt das. Okay. Gut. Nee. So. Könnte hinkommen, ne? Ja, passt. Okay. Nee. Nee, noch ein. Ja, so ist gut. Okay. Und hier. Was ist denn das für ein verdrehtes Pferd? So. Nee, das war eben schon richtig, ne? Oder lieber so? Ich glaube lieber so. Nee. Nein, das ist nicht gut. Nein. Doch, das war schon so richtig. Okay.
Gut. Ah, okay. So. Das scheint mir aber arg verdreht zu sein. Das könnte hinkommen. Das vielleicht auch. Okay. Hier kommt doch das Maul hin, ja. Was haben die bloß immer nur mit den Pferden hier? Mit den Pferdemäulern vor allen Dingen. Noch ein. Okay, haben wir. Juhu! So, was jetzt? Gut gemacht, Zutat. Das geheime Pulver. Okay. So, was steht hier? Ich hinterlasse dieses ungewöhnliche Pulver demjenigen, der clever genug ist, es zu finden. Haha, mein Ugos Vater hat es mir hinterlassen. Es soll dem großen Sir Fisher gehören. Es wird erzählt, dass das Pulver jemandes Seele retten kann, aber die Bauanleitung ist verschwunden. Okay. Kann ich nochmal zu Alkoholiker raten? Also möglicherweise starke Alkoholiker? Ne, hier war das nicht. Wo ist denn das nochmal? Wir müssen in die wo war das dann? Halt erstmal, wenn wir schon mal hier sind, Griff. Genau, das passt. Juhu! Was haben wir damit in Gang gesetzt? Aha, jetzt ergibt das Ganze natürlich einen Sinn, Garibaldi, weil es war ein richtiges Mechaniker-Genie. Echt? I don't get it. Hat sich irgendwas verändert? Hat sich irgendwas getan? Garibaldi ist immer noch wahnsinnig tot. Hier oben hat sich irgendwie auch nichts. Was hat sich. Warum? Okay. Schön bunt hier. Ach da! Oh nein! Ah, ich sehe es jetzt erst. Okay, alles klar. Gut. Ja. Die Sache mit der Treppe. Deswegen gab es da diese Anleitung. Okay, alles klar. Habe ich nicht gesehen. I'm so sorry. So, ich möchte es nicht mit bloßen Händen schaufeln. Okay, na gut. Meinetwegen. Hier ist nichts. Da ist eine Tür, die man öffnen kann, wo aber eine Art Schmiede, aber das Feuer muss angefacht werden. Okay. Ach so, warte mal, halt. Wir haben doch diese. Vorhin sprach ich noch von einer Kohlenschaufel, ne? Ja, siehst du, es ist tatsächlich eine. Ja, guck. Naja, schön. So, gut gemacht. Gefunden. Kohle. Hast du Kohle? Hast du Kohle, hast du Asche. Ah, das Feuer brennt. Es brennt zu heiß. Und der Hebel direkt darüber angeordnet. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. So. Drehe an den Ventilen so lange, bis alle Ventile geöffnet sind und das geschmolzene Metall in Form fließen kann. Das Anpassen eines Ventils kann andere beeinflussen. Woher weiß ich denn, dass das geöffnet ist? So, jetzt ist das geöffnet, ne? Okay. Okay, nein. Ja. Das ist gut. Das ist weniger gut. Gut, dann lasse ich das besser mal so. Das lasse ich nicht so. Das lasse ich auch nicht so. Obwohl, wir können das so machen und dann dieses und dieses drehen. Okay. Ja, könnte funktionieren. Nein, könnte nicht funktionieren. Das hier. Okay, so weit, so gut. Jetzt muss es nur noch hier durchkommen. Was? Komm schon. So, hier muss es noch durchfließen. Ne? Ah, nee, reicht schon. Ach, okay, reicht schon. Gut gemacht, hergestellt, Zapfhahn. Echt? Okay, sollte euch mal irgendjemand fragen? Nein. Nein. Einfach nur nein. So, okay, gut, alles klar. Ich gehe hier mal raus, ne? Ja, das war aber gut, dass wir das gefunden haben, denn, warte, hier, ja, genau,
Denn den Zapfhahn benötigen wir ja auch hier. Jawohl. Zack. Jawohl. Super. Nun muss ich den Trank nur noch brauen. Okay, gut. Halt, nee, das nicht. Da war's, ne? Ja, genau. So, da kommt das Zeug hinzu. Okay. Stelle den Trank nach Rezept her. Wähle mit Hilfe der Ventile die richtige Zutat und stelle den Druck und die Temperatur ein. Vergiss nicht, die Mixtur nach jedem Hinzufügen durchzurühren. Da kann ich rühren, da kann ich rühren. Alles klar. So. Orange, Gerste, T40. T40, lass mal gucken. Da kann ich das höher stellen. Okay, ich hoffe mal, dass das jetzt 40 ist. 40, 20, 40, 60, 80, 100. Okay, T40 und D6. Das nehme ich mal an, ist der Druck. Oh. Nee, warte. Ich möchte den Druck erst verändern. Wo kann ich denn? Da kann ich den Druck verändern. So, Druck 6. So, jetzt kommt die Gerste hinzu. Das hier. Muss ich jetzt schon rühren? Ich mach's einfach mal. Okay, und ran. War da jetzt richtig, oder was? 40. Ah, okay, gut. So. Gut, 6. Jetzt ist das Salzwasser dran. Okay, so erstmal öffnen. Rühren. Oh, okay. Das war noch nicht nötig. Ich nehme das Salzwasser jetzt mal da rein. Rühre nochmal. Kann ja nicht schaden, oder? Schadet das? Ich weiß es nicht. So, dann zu. Dann Temperatur ist 80. 2, 4, 6, 8. Druck soll 4 sein. Oh nee, da. So. 6, 4. Okay, hat er gerafft. Gut. So, jetzt kommt der Hopfen dort hinein. Halt erst umrühren. Okay. Super. Der Hopfen. Ja. Jawohl. Super. Es wird auch ein Bier. Na gut, nee, bei Bier nimmt man kein Salzwasser. Dann noch Malz. Okay, so. Temperatur 60, 20, 40, 60 hier, ne? Und der Druck. Scheiße. 20, 40, 60. Und der Druck soll wie viel? 8 sein. 8. Juhu! So. Okay, und jetzt kommt das magische Pulver hinein. Der Alkohol wird separat hinzugestreut. So. Ja, das mal alles rein damit, ne? Klar, alle rein. Ist auch egal. Pff. So, umrühren zu. 100, Temperatur 100. 40, 60, 80, 100. Und der Druck 12. Nein, warum macht er das? Warum? Ich habe doch da oben. Egal. 40, 60, 80, 100 und der Druck 12. Yay. So, und jetzt kann ich. Ja, okay. Ich frage mich allerdings, wie soll ich denn dem. Oh, guck mal, hergestellt Trank. Wie soll ich es dem Wirt denn geben? Er ist ja schon ein Geist. Wie soll ich das denn machen? Ich meine, es wird doch durch ihn durchfallen. Nein, tut es nicht. Oh. Oh, er ist verschwunden. Hoffentlich bedeutet das, dass seine Seele in Frieden ruhen kann. Ja, ist er jetzt tot oder was? Das ist jetzt aber blöd. Ich meine, oder? Findet ihr nicht? Ich finde schon. So, hier wird nochmal gewimmelt. Also, ich fange mal von hinten an, weil vorne sind so viele rote Sachen. Griff, Nagel, Flöte und ein Frosch. Griff, Nagel, Flöte
Und dann Frosch. Ein Griff kann natürlich alles Mögliche sein, ne? Griff, Nagel, was ist hier? Es befindet sich nichts im Zermaler. Gemahlener Kaffee steht da unten. Kaffee. So, dann haben wir das schon mal geschafft. Jawohl, zack. Hast du toll gemacht, doch. Kaffee. Super. Kaffee ist immer gut. Griff, Nagel, Flöte. Ja, geht's auch wieder. Was soll man da denn? Nasser Schwamm. Sonntag. Nee, das wohl nicht. Aber so geht das. Freitag, jetzt ist Sonntag. Sonntag. So. Nasser Schwamm. Also dann soll der Schwamm irgendwo in Flüssigkeit eingetaucht werden. Kriegen wir hin. Juhu. Ein nasser Schwamm. So. Griff, jetzt aber. Griff, Nagel, Flöte. Und ein Frosch. Griff, Nagel, Flöte und ein Frosch. Griff, Nagel, Flöte. Ist das? Nee. Griff, Nagel, Flöte. Da ist der Frosch. So, Griff. Das ist ja. Nee, auch nicht. Griff. Aber Nagel, Flöte. Griff, Nagel, Flöte, Anker. Anker. Ist das da einer? Nee. Flöte haben wir hier. Griff, Nagel, Pfeife. Pfeife ist da oben. Was ist das? Brauchen wir nicht. Ist das ein Griff? Auch nicht. So, Griff, das ist ein Griff. Nagel, Feuerzeug, Köcher, Rasiermesser. Rasiermesser ist da oben. Ein Köcher ist, wo man Pfeile hineintut. Da. Feuerzeug, Nagel. Feuerzeug und Nagel. Feuerzeug. Lass mal. Da ist ein Nagel. Okay, gut versteckt. Und ein Feuerzeug benötigen wir bitte noch. Lass jucken. Lass jucken. Los, gib her. Los. Da ist das Feuerzeug. Alles klar. Hammer's. Juhu, gut gemacht, gefunden, Griff. Kommen wir jetzt da rein? Ich traue mich gar nicht, ne? Wir gehen da rein und dann machen wir Schluss für heute, okay? Alles klar. Okay, gut, das war super. Okay, ihr wisst, was kommt, ne? Ich hau mal eben ab. Bis gleich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut.